So. Wir machen das nächste. Gallifix, Hallöchen. Von einem Herz aus Gold kann ich mir nichts kaufen. Naja, was geschah wirklich mit Griskek Zischzang? Als dieses ganze Azurit-Chaos angefangen hat, hat ein Goblin namens Griskek Zischzang für mich geforscht. Er war schlecht fürs Geschäft und musste von der Bildfläche verschwinden. Ich dachte, die Sache wäre vom Tisch, aber jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass er vielleicht gar nicht tot ist. Ihr müsst diesen Kerl für mich finden und in Erfahrung bringen, was passiert ist. Wenn er lebt, schaltet ihn aus und ich lege bei eurer Belohnung den gängigen Söldnerzuschlag obendrauf. Sucht nach Hinweisen auf Griskek Zischzang in Tanaris. Geht jetzt! Ich hab Termine zu erfüllen! So. Müssen ja sowieso noch warten, bis... Hey! Hier drüben. Was geht? Gasslorf! Zuckt nach links und rechts und er winkt euch näher ran. Ich glaube, wir können ins Geschäft kommen. Ja, was für ein Angebot. Gallifix hat mit euch über Zischzang gesprochen. Ja, das habe ich mir gedacht. Hör zu, Griskek hat kein bisschen Gespür für Politik, aber er war ein guter Kerl. Mal unter uns, wir brauchen mehr Goblins wie ihn, die die Grenzen der Ingenieurskunst ausloten. Deshalb mache ich euch ein Gegenangebot. Wenn ihr Griskek findet, sagt ihm, er soll sich rar machen und sagt Gallifix, dass er weg vom Fenster ist. Wenn ihr das macht, sorge ich dafür, dass eure Bezahlung verdoppelt wird. Abgemacht? Abgemacht. Denkt dran, ich bezahle das Doppelte. Kein Ding, machen wir. So, wir werden dann jetzt mal nach Tanaris reisen. Das heißt... Nur diese Kleinen müssen nee, auf die gehen. Probe gestellt werden, damit sie ihr volles Potenzial Wobei entfalten doch. Können. Ermutigt sie zur Halle der Kasse. So, die Dailies machen wir jetzt noch nicht, das machen wir alles später. Das hier ist übrigens jetzt die Questreihe für das neue Haustier, was man sich holen kann. So. Gehen wir einmal hier rüber. Und dann einmal nach OG. Werden auch, wenn wir das Haustier geholt haben, die Zandalari freispielen. Das machen wir auch noch im Stream. Und dann, nachdem wir das neue alles abgehakt haben, machen wir dann das normale Programm. Das heißt, wir gehen LFR, schauen, ob wir das Mount kriegen und. Aber eins nach dem anderen. So, die neue Portalhalle. Ist das nicht schick? Ohne Portale. Doch jetzt. Sieht gut aus, oder? So, gucken wir mal. Genau, in der Botschaft ist eine neue Quest. Das machen wir aber alles später. Hier sind auch noch Kriegsmaschinen, Kunst des Krieges. Das sind aber, glaube ich, alte. Habe ich alte Questanzeigen noch an? Niedrigstufige Quests machen wir jetzt erstmal aus. Na, dann ist die nämlich in der Mitte weg. So. Das heißt, wir werden nach Uldum und von Uldum aus reisen wir nach Tanaris, würde ich sagen. Portale sind da hinten. Time Dungeons machen wir, denke ich, auch später. Was ist das da? Das Haustier? Jo, das Haustier. Was bist denn du für eine Quest? Wahrscheinlich Spiele, wofür trainiert haben, ja. So. Auf nach Uldum. Da lang. Wir müssen daher auch mal gucken. Es gibt auch neue Haustiere. In Draenor, glaube ich. Draenor? Oder Pandaria. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, das war Pandaria, ne? Gucken wir mal kurz rein. Haustierkämpfe sammeln. Da. Pechschwing hier. Mogushan-Gewölbe, Terrasse des Endlosen, Herz der Angst. Und nur die drei? Belohnung, Freude. Den hier habe ich auch noch nicht. Da fehlen mir auch noch vier. Aber den hier, den machen wir dann natürlich auch noch. Ne, gehen wir einmal mit Tana durch auf normal. Und schauen. Können ja mal kurz gleich reingucken, während wir fliegen. Wir müssen dahin. So, dann gucken wir doch mal. Schlachtzüge, Pandaria.
Mogushan, Loot. Da gibt's eins, zwei, drei, vier Haustiere. Oh, Waffen. Hier gibt's vier. Terrasse gibt's eins, zwei. So wie es aussieht, ja. Zwei Haustiere. Herz der Angst gibt es 1, 2, 3, 4, nach 5. Oh, da gibt es doch bestimmt im anderen auch mehr. Ne, nur 5. Ah, es sind auf jeden Fall einige. Thronen waren keine, ne? Doch, aber die waren ja vorher schon da. Den, oh, da fehlt mir auch noch einiges. Im Thron gab es ja schon welche und Schlacht gab es auch schon. Ja, die sind ja nicht neu. Die sind ja nicht neu. Die gab es ja vorher schon. So. Sind wir gleich da? Sind wir schon da? Bündnis der Bewahrer. Was ist denn das? Das Bündnis der Bewahrer? Das hier ist... Ah, Band der Ewigkeit. Ja, ich glaube, das muss ich aber erst von der Bank holen. Die Quest muss ich erst... Wir müssen dahin. So, haben wir hier noch irgendwas zum... Talisman der Rückkehr. Ach, schick. Habe ich den auch noch, ja? Der kommt mal nach unten. So. Dankeschön. Und dann wollen wir mal... Wollen wir die mal suchen, wa? Die Quest, die habe ich auf jeden Fall auf dem PDR schon gemacht. Die war sehr, sehr lustig. Ich hatte das Spaß. Ich habe das Spaß gehabt. So. Wie gesagt, die Haustiere... Da können wir uns da gleich auch mal aufmachen. So. Ah, dass hier eine Menge los ist, ist mir klar. So. Was geschah wirklich mit Chrisekzische? Ihr findet diesen verkohlten Teiler einer Art mechanischer Vorrichtung. Ein Papagei vielleicht, das ist nicht Chrisekzische sagen, aber ein Beweis seiner Arbeit. Vielleicht gibt es noch mehr Hinweise in der Gegend. Wie der Zusammenbau benötigt. Das Wort Feders wurde in die kaputte mechanische Kreatur geritzt. Also genau die Art von Sache, die von eurer gesuchten Person stammen könnte. Sammelt die Teile und baut das mechanische Konstrukt wieder zusammen. Vielleicht findet ihr so Hinweise auf ihr Schicksal. In dem Gebiet wimmelt es nur von Plünderern und Schlägern der Venturi Co. Die haben die Taschen wahrscheinlich voll mit mechanischen Teilen, die dazu verwendet werden können, Feders zu reparieren. Sammelt die mechanischen Teile. Machen wir, machen wir. Müssen halt nur mal den ein oder einen anderen abkriegen. Bist du Troll? Alles klar, hau mit drauf. Komm. Nummer 1, der sei auch noch weg. Yuna, moin. Willkommen zum Patch Day. Bist du ein Nachtelf? Nee, du bist ein Blutelf. Ah, immer rein da. 49 Teile. Habe ich hier noch mehr? Nee. Das da hinten ist, glaube ich, Allianz. Ja, das war ein Allianzler. Ah, das sollte wohl reichen, oder? Na, nicht ganz. Hast du gut geschlafen, Yuna? Oh, fast fertig. So. Ach, hier kann ich nicht fliegen. Mäh, ich bin noch im Kampf. So, dann haben wir das alles erledigt. Dann bauen wir den mal zusammen. Ja, es geht so, es geht so.
konnte schlecht schlafen und heute Morgen vom Schlagbohrer geweckt worden. Wieder Zusammenbau benötigt. Die Teile lassen sich mit etwas gezielter eingesetzter Kraft und scharfer verbaler Motivation zusammensetzen. Hoffentlich waren die Teile, die ihr noch übrig habt, nicht weiter wichtig. Der mechanische Papagei schwebt jetzt etwas unbeholfen über dem Sand. Alles klar. Federpflege. Trotz seiner schweren Schäden und obwohl er voller Insekten ist, könnt ihr erkennen, dass Feders eine Art Rückrufprogramm hat. Wenn ihr den mechanischen Vogel repariert und ihm zurück zu seinem Herkunftsort folgt, findet ihr vielleicht die Person, die ihr sucht. Ihr habt es geschafft, das Ding wieder zusammenzusetzen. Wie schwer kann es sein, die Macken eines mechanischen Papageien zu beheben? Behebt die Fehler in Feders Rücken. So. Dann fangen wir mal an. Gibt drei Tasten. Haltet euch fest. Wo ist ihr festhalten? Beliebige Taste drücken. Zwischenspeicher leeren und System neu starten. Gut. Na dann. Nee, Zwischenspeicher leeren. So. Sieht geil aus, wie ich unterm Vogel hänge, ne? Schön. Herrlich. Also ich hänge quasi jetzt drunter. So. Wir haben ihn kalibriert. Wo ist er? Es schien an einem Käferproblem zu liegen, Igitt. Aber die mechanische Kreatur scheint sich jetzt besser zu bewegen. Hallo. System arbeitet innerhalb normaler Parameter. Hallo. Feders sieht euch an und wartet auf Anweisungen. Ihr entscheidet euch, das Rückrufprogramm zu aktivieren. Vielleicht kann der Papagei euch zu der Person führen, die ihr sucht. Aktiviert das Rückrufprogramm. So, wenn ich dran komme, aktiviert das Rückrufprogramm. Peilsender aktiviert. Da hängen wir. Guck mal. So. Wir machen dann gleich nochmal ein Bild, wenn wir den fertig haben. Ja. Ne? Reisen, so reisen ist schön, oder? Haare sind auch gewaschen. Und mein Kaffee ist kalt. Ich denke, bevor wir gleich weitermachen. Signal schwach, kalibriere neu. So. Ja. Das ist eine Questreihe zu einer verbotenen Liebe, die schon lange im Spiel existiert. Quasi. Leider ist er nicht vertont, der Papagei. Fehler 37. Ja, lass mich bloß nicht hier fallen, du. Pflichten der lang. Schön. Herrlich. Zeit bis zum Ziel ungefähr 20 Sekunden. Heißt das, wir fliegen jetzt noch 20 Sekunden durch die Gegend, ja? Eieieiei. Aber du kommst spät. Ich habe gerade schon Verrat an meinen Kriegshäuptlingen quasi gemacht. So. Hallo, Seffi. Oh, oh. So. Lass mich runter. So. Hier stehen sie, die beiden. Grisek und Zischzang und Seffi. Kehrt zum Nest zurück. Feders, ihr habt ihn wieder zusammengeschraubt. Das ist zwar klasse, aber wenn ihr uns finden konntet, dann können das auch andere. Sehr gut. So. Er ist tot, Jastor. Hey, also ich habe hier gut was am Laufen und ich würde es vorziehen, wenn Gallivix keinen Wind davon bekommt, dass ich noch am Leben bin.
Ich denke, ich mache euch deshalb einen Vorschlag. Ihr denkt euch was Schönes aus, zum Beispiel, dass ihr kleine Stückchen von mir bei über ganz Tanaris verteilt gefunden habt und dass ich so richtig tot bin. Und dann könnt ihr den Vogel behalten. Abgemacht? Kehrt zu Gaslow im Hafen von Zandala zurück und bekommt Feders. Gerne. Hier sind übrigens ein Goblin und ein Gnom. Das ist ein Pärchen. Schönen Tag auch. So. Danke, dass ihr nicht Gallewig so. Und ihr Gaslow und meinen Dank ausrichten. Ich schulde ihm was. Also gebe ich euch guten Rat für ihn mit. Lasst euch nie in politische Spielereien ein. Niemals. Es ist besser, Reis ausnehmen sollte, wenn er auch nur in ihre Nähe kommt. Ja. Wir könnten uns jeden Moment finden. Haut ab, ihr beiden. Los. Und da fahren sie weg. Ihr habt euch nie gesehen. So. Wir haben ja noch den Talisman, der uns zum Hafen bringt. Ihr befindet euch in der falschen Zone. Na super. Nehmen wir den hier. Oh, der hat ein Herzchen. Ja, das ist halt ein Horde und ein Allianzschar, ne? Was ist da? Ach so, der Tisch. Ich kann die Mission leider noch nicht machen. Damit die Kriegskampagne weitergeht, oh, es regnet. Weil meine Anhänger sind noch nicht da. Hätte ich aber auch vorher dran denken können. So, wir suchen jetzt... Wo ist er? Ne, das ist Stromgarde, das können wir gleich auch noch machen. Den ersten Stein werfen. Oh, der ist noch eine Quest. Hier, müssen wir auch gleich hin. Den ersten Stein werfen. Wenn das nicht sogar entweder... Ich glaube, das ist aber eigentlich Haustier auf der Seite, ne? Müssen wir gleich mal gucken. So einiges noch. Oh, ich habe einiges zu tun hier. Ne? Weltquest haben wir heute noch zu tun. Diese Kleinen müssen auf die Probe gestellt werden, damit sie ihr... Oh, diese Weltquest geht mir auf den Zeiger. Ich mach die mal eben. Ermutigt sie, zur Halle der Kasten zurückzukehren. Ich mach die mal eben, damit die mir hier... Oh nein, jetzt ist der zurückgebackt. Kleiner Scheißer. Komm. Geh weiter. Sonst schlägt die jedes Mal an. Hast du gesehen? Die springen immer wieder zurück. Komm, geh. Das ist, weil hier so viele Leute rumrennen. Wann ist eigentlich Kinderwoche? Kinderwoche ist... nächsten Monat, ne? Ja. Komm. Nummer 2. Ja, das ist, wenn zu viele Leute hier rumlaufen, dann reagieren die natürlich auf alle Leute. Habe ich manchmal das Gefühl. Und dem anderen Druiden, das Kind ist, glaube ich, gerade in die Wand gerannt. So, Nummer 2. Und Nummer 3. Komm. Alter, jetzt läuft wieder zurück. Wenn die so zurückspringen, ne? Das nervt irgendwie tierisch. Fertig. Jetzt werden sie eines Tages ihre Bestimmung erfüllen können. So, jetzt gehen wir zu Gaslow. Wo ist der? Unten am Hafen. Glaube ich, oder? Gaslow? Sprecht mit Gallywix. Ach, erst mit Gallywix. Erst mit Gallywix reden. Na gut. Hallo. Wie dabei springt nichts für mich raus. Oh, er ist tot. Wo ist meine Bezahlung? Von ihm ist nur noch eine Schmierspur der Wüste übrig. Eine winzige Spur, versteht sich. Mikroskopische Teilchen, die sich über
dem Wüstensand verlieren. Er ist zu 100% tot. Ich habe sogar einen richtig bösen Sonnenbrand bekommen, als ich nach seinen Einzelteilen suchte. Und als ich sie endlich alle zusammengekehrt hatte, sprengte ich sie nochmal in die Luft, nur um sicher zu gehen. Also ja, er ist tot, so richtig endgültig tot. Überlasst mir am besten das Denken. Er muss den Typen noch mehr gehasst haben als ich. Wie könnte ich denn nein sagen? Ja. Ist ja kein Wunder, wenn du das Gold nicht zahlen musst, wa? So, wo ist Gaslow? Der ist... Hä? Da hinten. So, nun bin ich am Rechner. GZ. Da hinten ist er. Da. Hallöchen. Was geht? Er ist tot, Jastor. Gute Arbeit mit Gallivix. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass Grissek tatsächlich tot ist. Er ist am Leben, richtig? Richtig? Wie auch immer, hier ist euer Bonus. Das bleibt am besten unter uns, okay? Natürlich. So, jetzt haben wir ein neues Haustier. Feders. Das zeige ich euch gleich auch mal. Hier, Feders. Feders. Ne, ich will es... Ja doch, können wir mal Favoriten und beschwören. Damit wir da ein schönes Bild von machen können. So, Feders. Da ist er. Zack. Sieht gut aus, ne? Na gut. Feders, komm her.